Einen wunderschönen guten Morgen, KK. Heute ist mein letzter Tag hier angebrochen. Ich habe gerade gefragt. Checkout ist um 12. Jetzt habe ich noch 3 Stunden Zeit, mir hier irgendwie was anzuschauen. So, da in Singapur im Flugzeug meine Nagelschere geklaut wurde, leiste ich mir jetzt mal eine Maniküre hier. Kostet 5 Euro. Jetzt wurde mir erstmal ein Handtuch über die Knie gelegt. Es ist ganz schön heiß hier drinne. Ja, und so sieht das am Ende dann aus. Ganz, ganz kurz geschnitten und irgendwie rötlich eingefärbt. So, jetzt habe ich ausgecheckt aus dem Hostel. Mein Backpack habe ich dabei. Und jetzt gucke ich mal, was ich noch so lange mache, bis ich zum Flughafen fahre. Ich hätte jetzt noch 3 Stunden Zeit, um zum Flughafen zu fahren. So, jetzt habe ich mir erstmal eine Eisschokolade gegönnt. Und danach rufe ich mir den Uber zum Flughafen. So, ich bin auf dem Flughafen angekommen. Erst dachte ich, das klappt nicht, weil die App Grab, die hat total rumgesponnen. Aber jetzt bin ich angekommen. Und jetzt gehe ich hier rein und zeige ihn euch gleich mal. Das ist hier AirAsia Schalter. Ich bin aber schon eingeschickt und kann mir schon mal suchen, wo ich hin muss. Hier kann man Richtung Sarawak. So, hier ist die Sicherheitskontrolle. Da bin ich jetzt durch. Und ich gehe natürlich Treppe, nicht Fahrstuhl. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Gate A oder B oder C oder was auch immer. Können ja mal hier gucken, wir haben noch Zeit. Das ist hier übrigens die größte Blume oder die größte Blüte der Welt. Nachgemacht natürlich. Ja, hier sind noch so Shops, wo man Souvenirs kaufen kann. Das Einzige, was ich brauche, ist was zum Trinken. Also wenn man seinen Akku laden will, dann gibt es hier mal so eine Charging Stations. Weil an den Sitzplätzen gibt es nicht wie in anderen Flughäfen Steckdosen oder USB-Anschlüsse. So, wenn man denn hier ankommt, geht es nach links zu Gate 1 bis 4 und nach rechts zu Gate 6 bis 19. Eigentlich ganz einfach alles. Ist auch gleich eine Anzeigetafel. Toiletten geht es auch nach links. Hier gibt es Essen und hier ist sogar ein Laufband. So groß hätte ich den Flughafen gar nicht eingeschätzt. Und hier kann ich mir noch mal mein Wasser füllen. So, heute bin ich mal mutig. Heute gibt es Street Food, weil morgen fahre ich ja nach Hause oder fliege ich nach Hause. Und hier esse ich jetzt Prawns und Pork. Also, ja, Prawns und Pork. Was ist das denn? Sieht ja aus wie Mini-Hase. Also das ist Frosch. Ich habe gefragt. If adventure had a home,
His home would be Sarawak. Sarawak, where adventure lives. Endlich wieder ein Bett. Yeah, das ist cool. War ja mal eine interessante Erfahrung, beim Space Shuttle zu schlafen. Aber es war so ein bisschen, als wenn man in einem Tiefkühlraum schläft. Dadurch, dass es auch so sehr gekühlt war. Von der Klimaanlage immer auf 16 Grad, zwei Stück gelaufen. Und diese ganzen sterilen Kammern, sage ich jetzt mal so, das war nicht wirklich gemütlich. Hat seinen Zweck erfüllt, aber hier so ein Bett ist doch viel schöner.